Also ja, den können wir dann in den Rücken fallen. Während wir hier drauf warten, dass wir noch mehr Ressourcen kriegen. Aber mittlerweile sieht das eigentlich so aus, als ob wir den General... Ich bin General Melagius, Herrscher über diese Lande. Dass wir den General bald gut angreifen können. Und ja, immer wenn wir ihn anklicken, müsste er normalerweise das da von sich geben. Skopos? Los. Yuji. Mal. Yuji. Skopos? Yuji. Und der Feind... Brückenkopf. Brückenkopf. General Melagius, feindliche Kräfte. Wer ist feindliche Kräfte? Ach, Herr Jemine. Burek, geschlossen. Burek, geschlossen. Skopos, Yuji. Skopos, geschlossen. Das könnte übel werden, wenn die Armee da auf mich zu marschiert. Deswegen sag ich erstmal hier alle Reliquien ein. So gut das geht. Hol mir noch ein paar Fernkämpfer. Du bist ein normaler Murmelo, du bist ein guter Murmelo. Und dann erstmal wieder zurück mit euch, bevor der Angriff kommt. Und wisst ihr was, da wir schon eine ziemlich gute Legion haben, schicke ich mal alle hier hin. Seht die Kosten für den Handel, ja, das ist gut. Ich würde gern wissen, wo ich noch Holz hernehmen könnte. Das da sieht interessant aus. Da sind mir zu viele Feinde. Da wären... Ach, da sind noch Bäume. Dann nehmt die halt mal. Dann erobern wir hier am besten die Schatzkammer erstmal zurück vor diesem Haufen Gegnern. Na kommt, machen wir mal mittlere Kavallerie wenigstens. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Skopos, Burek, Schluss. Yuji. So, das sind alles normale Momillos, okay. Ich hätte aber liebend gerne noch ein paar von den Bogenschützen als Helden. Ja, zwei Stück ist nicht viel. So, einer mehr. Dann machen wir die auch mal zu Helden. Oh, ihr seid ja auch noch da. Gut, du hast eine Reliquie mit Mithril-Hufeisen. Erhöht die Geschwindigkeit von Kavallerieeinheiten. Oh, du hast Achilles Panzer, ja. Infanterieeinheiten haben verbesserte Panzerung. Du hast den Bogen des Artemis. Bogenschützen haben bessere Fernkampffähigkeiten. Du hast mythische Einheiten kostengünstiger. Ist nicht so der Renner. Und du hast... Gebäude sind widerstandsfähiger gegen Belagerungswaffen. Das kann allerdings nicht mehr eingelagert werden, das heißt... Schmeiß das mal raus, tu das rein. So, wo ist die Armee? Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ob die jetzt auf uns zugerannt kommt? Oder nicht? Da steht übrigens Sikios. Ach so, da oben ist sie jetzt hin. Okay. Wenn sie da oben hin ist, heißt das, wir erobern erstmal den gegnerischen Brückenkopf. Und kämpfen uns dann vom Brückenkopf aus weiter. Ich habe so das Gefühl, die Armeen, die latschen die ganze Zeit nur hin und her. Unser Bevölkerungslimit ist auf jeden Fall schon mal voll.
Skobos? Ich weiß nicht, ob ich es noch ein bisschen strecken kann. Versuchen wir es einfach mal. Ich will auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen aufräumen. Im Brückenkopf. Weil hier oben sehe ich jetzt so auf den ersten Blick keine Ausbildungsgebäude. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Und es kommt noch mehr Verstärkung. Und ja, die Verstärkung besteht nur aus Mumilos. Und ja, wir können wirklich unsere Bevölkerung noch weiter steigern. Ich denke aber mal, wenn wir den Brückenkopf hier zerstören, haben wir so gut wie gewonnen. Weil unsere Armee sieht schon ziemlich stark aus. Da ist übrigens die Truppe vom Brückenkopf. Und ihr seid Zikios, okay. Ist halt die Frage, wo liegt Zikios? Weil Zikios hält auch das Ding. Das ist feindliche Kräfte, das ist General Menagios. Ach, Zikios ist da oben. Ach ja, und da kommt die Brückenkopfarmee. Und ich glaube, wir haben einen Helden verloren. Kann uns aber ziemlich egal sein. Die steigen mal auf. Dann gibt es nochmal 5 von denen hier. Und 5 von denen. Dann machen wir noch das Ding kaputt. Das geht mir sonst schweren Zerstörern übrigens sehr gut. So. Das war der Brückenkopf. So, noch ein Zerstörer hält. Das können wir hier durchbrechen. Und ja, das hier ist eine reine Zikios-Armee. Können die Waffenschatzkammer die Schatzkammer einnehmen. Dann noch die da oben. Und ich denke, dann sollten wir uns auf den Weg machen zu General Melagios. So. Euch hätte ich gerne noch zu Helden gemacht. Und die Momillos eigentlich auch noch. Und an das Gold da oben komme ich leider gerade nicht ran. Weil dort eine Armee in meinem Weg ist. Die Armee kann ich aber ziemlich leicht aus dem Weg räumen. So, indem ich sie einfach mal ein bisschen zerteile und verwirre. Einen Zugang zur Unterwelt. Und Zikios heilt. Achso. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Ja, noch ein paar Momillos. Und der Feind schickt solche Gegner in den Kampf. So zerstört die. Naja, ganz toll. Da stehen hier jetzt wieder solche Wächterstatuen auf. Und ja, vom Gefühl her habe ich ein paar Verluste einstecken müssen. Das haben wir aber gleich. Wir haben ja hier noch Truppen. So, da uns es langsam an Gold mangelt und hier eine Goldmine ist, riskiere ich mal meine Dorfbewohner. Und ja, ich könnte theoretisch auf dem Marktplatz hier was verkaufen, aber Ressourcen habe ich allgemein auch nicht so viele.
So, wir gehen jetzt um General Melagios Lager herum. Ich könnte übrigens General Melagios mal ein bisschen schwächen, indem ich ein paar seiner Einheiten übernehme. Ich bin General Melagios, Herrscher über diese Lande. Ja, das kennen wir bereits. Und euch mal nachziehen. Oh. So, machen wir mal aus den Heldendorfbewohner. Sobald unsere Armee stark genug ist, sollten wir dem guten General einen Besuch abstatten. Ja, eigentlich ist unsere Armee stark genug. Da wäre Sikkios. Und die Medusa da ist völlig unterlegen, da alle meine Einheiten Helden sind, kann sie sie nämlich nicht versteinern. So, das heißt, jetzt greifen wir gleich General Melagios an. Der übrigens jetzt mittlerweile alleine hier steht. Und ja, Sikkios hat wieder eine Schatzkammer eingenommen. Das kann uns allerdings egal sein. Truppenmäßig noch ein paar Fernkämpfer vielleicht. Und ein paar Zerstörer, auch wenn wir jetzt wieder kein Bevölkerungslimit mehr haben. So, dann reißt mal hier das Tor ein. Ich bin General Melagios. Und Melagios steht so gut wie alleine da. Anscheinend wollen uns die Atlanter zuvor. Verstärkung! Schickt nach der königlichen Garde! So. Verstärkung zum Angriff! Und da kommen Verstärkungen für den Feind. General Melagios wird sich euresgleichen niemals beugen. Ihr zerstört am besten die Festung, weil ihr seid Gebäudezerstörer. Das ist eure Aufgabe. Ich bin verletzt. Soldaten, zu mir. So, und damit haben wir die Mission schon mal geschafft. Verrat! Die Wikinger und die Ägypter stellen sich mit den Griechen gegen uns. Haben sie vergessen, wer wir sind? Es sind zu viele. Wir können hier nicht gegen sie kämpfen. Wollt ihr sie ungeschoren davonkommen lassen? Mitnichten. Ich sagte, es sind zu viele, um hier gegen sie zu kämpfen. Ja, Castor hat da eine Idee, auch wenn es langsam ein bisschen zu weit geht. Er wollte ja eigentlich erstmal mit den Griechen sprechen. Aber die waren wohl nicht in Verhandlungslaune. Jedenfalls dieser General Melagios nicht. Und jetzt müssen wir es mit den Ägyptern und den Wikingern anlegen. Also nächstes Szenario. Odins Turm. Ein ausgezeichneter Plan, hierher zu segeln, Herr. Die Nordmänner erwarten jetzt keinen Angriff in ihre Heimat. So ist es. Unsere Späher melden nur wenige Wikinger-Soldaten. Aber das Gelände ist bergig und rau. Sie könnten sich verstecken. Dort haben sie ihre Tempel gebaut. Also werden auch einige Soldaten dort sein. Odins Tempel ist unser Ziel. Wir werden den Wikingern eine Lektion erteilen. Ersetzen sie alle drei Wikinger-Tempel durch alte atlantische Tempel. Genau. Es führt kein Weg von diesem Plateau. Aber dank Kronos können wir unsere Gebäude über solch lächerliche Hindernisse hinweg versetzen. Wir errichten die Gebäude hier und versetzen sie dann mit Hilfe meiner Sichtweite über die Felsenklippen. Gut, aber erst einmal Wirtschaft. Ich habe 4 Sammler, ich brauche mindestens 9. Und ich gehe mal mit Castor aufdecken.
ersetzen Sie die drei Wikinger-Tempel durch Atlantische. Sie können das Plateau ohne Kors Zeittunnel nicht verlassen. Ihnen steht darüber hinaus der göttliche Zauber Wirbelsturm zur Verfügung, um Ihre Armeen durch die Täler zu bewegen. Ja, das ist der Zauber hier. Schwerpunkt Zeittunnel. Gegen geringe Mengen Gunst gewährt Ihnen Kors die Fähigkeit, ein Gebäude aus dem Zeitfluss zu reißen und an eine andere Stelle zu versetzen. Als ob Sie es dort errichtet hätten. Sie möchten einen Turm heimlich auf der Handelsroute eines Gegners platzieren? Nutzen Sie den Zeittunnel. Sie haben die Waffenschmiedezunahme im Dorfzentrum gebaut. Zeittunnel. Gebäude, die Pfeile verschießen, verursachen beim Versetzen mit dem Zeittunnel höhere Kosten. Ausnahme ist das Dorfzentrum, das können wir nicht versetzen. Wir sollten aber auf jeden Fall genau darauf achten, wo wir uns hinbegeben. Zum Beispiel hier die Reliquie einsammeln.